Willkommen. Ein kleines privates Video mal wieder von mir. Ja, mit einem Update. Vielleicht hast du es schon gemerkt. Es ist meine Homepage nicht mehr aktiv. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Es ist einfach so, dass ich ja zum Jahresende meine offizielle Praxis Miracura-Tätigkeit beende. Und ja, jetzt wäre quasi wieder der Zeitpunkt gekommen, um ein weiteres Jahr zu verlängern bei meinem Dienstleister, der eben diese Seite dann entsprechend wieder aktiv macht. Und da habe ich gesagt, das lohnt sich jetzt für einen Monat wirklich nicht mehr. Wer mich noch nicht kennt, der hat es jetzt auch keinen Sinn mehr, weil ich, wie gesagt, offiziell aufhöre. Ja, das ist das eine Teil, was ich mit dir teilen möchte. Das andere ist, dass ich ja eben derzeit auch unterwegs bin mit meinen Ideen. Wie kann ich zusätzlich Geld generieren, ohne jetzt in wieder eine normale Tätigkeit, Berufstätigkeit einzusteigen, weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass es absolut wichtig ist, dass ich diese Zeit zu meinem Lebensende jetzt habe, dass ich frei verfügen kann über diese Zeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du schon Jährchen auf dem Buckel, die du verbracht hast mit Arbeit? So dieser klassische 8 bis 17 Uhr Job, ne? Oder wie auch immer die das nennen. Ja, das war letztlich hinterher nur noch dazu da, ja, Geld zu generieren. Und das habe ich gemerkt, tut aber meinem Körper nicht gut. Die Gesundheit von mir hat darunter gelitten. Und da habe ich gesagt, Schluss, das darf nicht sein. Auch eben jetzt mit der Erkenntnis, okay, das Geld reicht so nicht mehr aus. Also jetzt, ja, habe ich noch ein paar Ersparnisse, aber sie schmelzen so wie der Schnee in der Sonne. Und ja, ich möchte ja noch ein bisschen leben davon und ja, auch noch ein vernünftiges Leben haben, obwohl ich mir auf die Fahne geschrieben habe, dass ich jetzt jeden Tag etwas tun möchte, damit ja andere mehr haben von ihrem Leben. Und indirekt ist quasi das Video ja auch dazu da, dass du nochmal in die Überlegung kommst, wann du aus der Tretmühle herausgehst. Willst du irgendeine Erfolgssache machen? 5 Jahre arbeiten, schaffen, schaffen, schaffen und dann bist du vollkommen frei. Also ich sehe die Leute immer wieder an anderen Stellen, die mir das erzählen und die letztlich einen großen Bluff abziehen. Da werden irgendwelche Riesenautos angeschafft, da werden Häuser auf Pump dahingestellt. Das war noch nie meins. Aber ich bin natürlich auf der Suche, wie kann ich zusätzlich Geld generieren. Und ein Punkt ist der, dass ich eben ja vielleicht einen Untermieter, eine Untermieterin oder Untermieter hier bei mir in die Wohnung hineinnehme. Das würde entsprechend mein aktuelles Geldproblem lösen. Und ja, das wäre für mich der einfachste Weg, in Anführungsstrichen, weil ich habe natürlich mein eigenes Leben kreiert. Und wenn dann da jemand ist, der mit dir in der Wohnung ist, und du kannst doch nicht so ganz über dein eigenes Reich entscheiden,
dann ist das schon mal kritischer zu beobachten. Und da scheitert es dann daran, dass ich eben gewisse Vorstellungen habe von Menschen, die zu mir in meine Wohnung kommen und dort auch leben. Viele von euch wissen das, dass ich da nicht ganz so gute Erfahrungen mitgemacht habe. Und von daher natürlich so ein bisschen zögerlicher bin oder eben auch noch mehr höhere Ansprüche habe, so dass ich eben jetzt keine Menschen mehr nehme, die in irgendeiner Form nichts tun. Also quasi so Menschen wie mich, die will ich nicht haben. Es gibt ja einer reicht schon in einer Wohnung, oder? Ja, nein, also ich habe auch keine Lust auf irgendwelche Bürgergeldleute oder Leute, die das Deutsche nicht ganz verstehen. Und mit denen einen Vertrag zu machen, der komplett auf Deutsch ist, macht ja keinen Sinn, weil da unterschreiben die irgendwas blind und vielleicht haben sie im Sinn, sich sowieso nicht daran zu halten. Und dann hat man wieder den Ärger vor Gericht und das wäre etwas, was ich nicht wirklich brauche. Ja, wenn du eine gute Idee hast, wie ich an zusätzliches Geld kommen könnte, das Geld generieren könnte, herzlich gerne, heraus damit. Allerdings bitte keine Erwerbsgeschichten so unter dem Motto, ja, Network Marketing und hier, du musst nur dieses Produkt empfehlen, bla 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 bla. Sorry, ich habe also zu viele Network-Geschichten da gesehen und erkannt, dass da ganz, ganz viel heiße Luft drin ist. Und ja, als derjenige, der ein bisschen Erfahrung hat und ja, auch als Ingenieur rechnen kann, dann gucke ich mir seinen Marketingplan an und denke, das kriegst du nicht hin. Weil ich bin nicht derjenige, der jetzt hier laut Hals durch die Gegend läuft und sagt, du musst das hier, das ist die Erfüllung, das ist das Kommende. Nein, genau das mache ich eben nicht. Was ich mache ist, dass ich weiterhin gerne eben auf die Straße gehe, Menschen dort zu erreichen. Menschen, die noch in irgendeiner Form im Prozess sind und ja, die vielleicht einfach mal so einen Moment rausholen aus ihrem Prozess, einen Moment gemeinsam, vielleicht durch eine Umarmung, vielleicht dadurch, dass wir ein Lächeln austauschen, dadurch, dass ich ja, den Menschen ein Ohr von mir oder zwei Ohren sogar leihe, weil wir haben zwei Ohren. Also jetzt klar, bei so einem Video, da quatsche ich die ganze Zeit. Ja, aber viele kennen mich eben andersherum, dass ich eher zuhöre. Und das ist meine Hauptqualität. Oder darin sehe ich auch meine Hauptqualität. Nicht so sehr das Reden hier, bla bla bla. Und von daher ja, komme ich schnell von Hölzchen auf Stöckchen und merke, jetzt sollte ich auch mal Schluss machen. Und deshalb auch hier jetzt einmal Schluss. Es läuft ja genügend in der Welt der Zeit hin und her. Dazu will ich mich gar nicht äußern, weil da hat jeder seine eigene Idee. Und auch zu Religion möchte ich mich gar nicht äußern, nur weil heute eben der Tag der Nettigkeit ist. Und da steht der Dalai Lama mit dieser Idee auch groß dahinter. Habe ich gedacht, naja, dann machst du mal ein Video. Und ja, forderst vielleicht zum Schluss auf, dass wir liebevoller miteinander umgehen können. Weil das ist mir noch viel, viel wertvoller als irgendwelches Geld. Dann esse ich wirklich lieber nur ein bisschen Brot
Oder eben geh nicht raus, irgendwo etwas essen, sondern mach mir eine Dose auf, dann bin ich günstiger dabei. Und das kann ich mir noch leisten. Also keine Panik, ich verhungere nicht. Alles gut. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich, dass du auch dieses Video angeschaltet hast. Danke dir. Fühl dich geliebt.